Moskau wolle sich mit derartig infamen Äußerungen aus der Verantwortung stehlen. Der amerikanische Spezialist für Knochenmarkübertragungen, Gale, rechnet damit, dass mindestens 100.000 Sowjetbürger durch die Strahlenbelastung Langzeitschäden zu erwarten haben. Gale hatte in Moskau strahlenverseuchte Menschen behandelt und ist inzwischen nach Los Angeles zurückgekehrt. Die Regierungen in Washington und London haben ebenso wie UN-Generalsekretär Peres den jüngsten Angriff der südafrikanischen Luftwaffe auf vermutete Guerillastützpunkte in Botswana, Sambia und Simbabwe scharf verurteilt. Bei den Aktionen gegen Einrichtungen der Anti-Apartheids-Organisation ANC nahe den Städten Harare, Gaborone und Lusaka wurden heute Morgen mindestens 3 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Die südafrikanische Militärführung erklärte, die Aktion habe sich gegen terroristische Durchgangszentren gerichtet. Demgegenüber sagte der sambische Präsident Kenneth Kaunda, die südafrikanischen Truppen hätten ein Flüchtlingslager angegriffen. Bei neuen Unruhen in verschiedenen schwarzen Siedlungen des Landes starben am Wochenende insgesamt mindestens 15 Personen. Hier in Crossroads bei Kapstadt dauerten die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen 2 Tage lang. 10 Schwarze wurden getötet, mehr als 30 verletzt. 800 Hütten brannten nieder. Eine Gruppe freiwilliger Aufbauhelfer aus der Bundesrepublik hält seit gestern Abend die Bonner Botschaft in Nicaragua besetzt. Sie will erreichen, dass sich die Bundesregierung verstärkt um die Freilassung entführter Deutscher bemüht. Antisandinistische Rebellen hatten 8 Aufbauhelfer vor 2 Tagen in einem Ort südlich von Managua verschleppt. Die Entscheidung über den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga wird erst am Freitag fallen. Der Dritte der zweiten Liga, Fortuna Köln, verlor am Abend gegen den Bundesliga 16. Borussia Dortmund mit 1:3 Toren. Das erste Spiel hatten die Kölner 2:0 gewonnen. Deshalb ist nun ein Entscheidungsspiel notwendig. Ihren bisher größten Erfolg feierte die bundesdeutsche Tennisspielerin Steffi Graf. Die 16-Jährige besiegte in Berlin die Nummer 1 der Weltrangliste Martina Navratilova und wurde internationale deutsche Meisterin. Die Wettervorhersage für Dienstag, den 20. Mai. In der Südhälfte Deutschlands Bewölkungsrückgang, im Südwesten örtlich Wärmegewitter. In der Nordhälfte vielfach sonnig und trocken. Tiefsttemperaturen im Norden um 10, im Süden bei 15 Grad. Höchstwerte 20 bis 25, im Südwesten örtlich bis 28 Grad. Meist schwach windig. Und die weiteren Aussichten unbeständig und kühler. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten um 0.15 Uhr. Wer sind sie, die Studenten 86? Es sind die Erben einer Generation, der man sagte, schickt eure Kinder auf bessere Schulen, lasst sie studieren. Die Bildungskatastrophe muss ein Ende haben. Aber die Zahl der arbeitslosen Akademiker hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdreifacht. Eine umgekehrte Bildungskatastrophe bahnt sich an. Diffuses Unbehagen hat sich breit gemacht unter den Studenten und nur wenige können sich dieser Stimmung entziehen. Liebe Zuschauer, sehen Sie nun den zweiten Teil des Fernsehfilms Blutsbande. Lilly will Rache. Rache an den 3 Frauen, von denen eine ihre Mutter sein muss. Doch wer ist sie? Maxine, die erfolgreiche Innenarchitektin, die das Champagnergut ihres Mannes managt? Oder die schwarzhaarige Pagan, die sich für die internationale Krebsforschung einsetzt? Oder die kühle Judy, die das Frauenmagazin Lace gegründet hat? Aber die 3 halten eisern ihren Schweigeschwur. Eine für alle, alle für eine. Sie können diese Sendung in 2-Kanal-Tontechnik sehen. Von den majestätischen Alpen zu